Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon und heute machen wir 5. Orden. Ich hoffe, das Team Rocket gedöns in Safronia City und den 6. Orden. Mal gucken, wie weiterkommen. Viel Spaß auf YouTube mit dem Highlight. Wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren, um die weiteren Folgen auch zu sehen. Und dann wünsche ich, wie gesagt, ganz viel Spaß. Man könnte auch überlegen, gegen Omot dann auf Glurak zu gehen, weil Steinhagel hat ja nur eine 75er Trefferrate oder so. Scheiße, der hat Schwebe, das ist ganz schlecht. Ein Volltreffer. Oh, und zurückgecheckt. Also, jetzt habe ich aber auch mal hier ein bisschen Luck. Und wieder getroffen. Gefällt mir. Das gefällt mir. Oh, da kommt auch der Schlitzer rein. Den nehmen wir aber auf jeden Fall. Schlitzer, sehr gut. Moin, Devos. Mein Bester, wie geht's dir? Slimog. Devos, ab 12 gibt's Raft. Mit der Community. Da kannst du sehr gerne auch mit aufs Raft kommen mal. Machen wir Story-Insel 5 und 6? Ja, 5 und 6, glaube ich. Oh, bitte triff, bitte triff. Oh Mann, Hypertrank, okay. Aber vielleicht kommt jetzt in 10. Moin, Erlanger. Ich habe meine Zeit lang Rust gespielt auf der PlayStation. Und bei der PlayStation hast du ja eingebaut ein Mikro. Ich habe nicht einen gefunden, der mit mir gequatscht hat. Nicht einen. Als ob der noch einen Übertrank macht. What? Von 5 Runden eine gewonnen. Gut. Eine 4? Och Mann, ey. Gib mir doch mal eine 10. Eine saftige 10. Okay, danke für den Lurk. Boah, dieses Slimer gibt mir übel auf den Sack. Gift. Ach komm, triff, 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 triff. Ey, es ist so unglaublich, wie oft Gift man vergiftet ist. Es gefühlt eine 50-50 Chance. Alter, das gibt es nicht. Und dann haut er noch einen Volltreffer raus. Das Spiel ist manchmal so lächerlich. Schockwelle, weil Schockwelle trifft ja 100%. Safe, der ist nicht tot. Safe. Ich wusste es. Lächerlich, wirklich lächerlich. Schön. Glurak ist stark, das gefällt mir. Ah, ein Smogmog auch noch. Ich dachte, er hätte einen Omot. Level 43. Komm. Mehr als die Hälfte. Ja! Sehr gut, der ist tot. Aber dass das Toxin auch wieder trifft, ne, ist auch schon wieder bodenlos. Glaube ich, nur eine 70er Präsi oder so.
Ja, das war der fünfte Orden. Das ging doch ruckzuck. Gehen wir schnell in die Safari-Zone, holen Surfer und Stärke. Das Sonderbonbon und dann geht's ab zum sechsten Orden. Oh, Austausch, let's go. Austausch, let's go. Jetzt mal schauen, ob ich genug Geld zusammenbekomme für Eisstrahl. Ich war gespannt, ob Beli das schafft. Mit einem schicken Eisstrahl oder so. Spezialverteidigung runter. Oder Verteidigung runter. Oh, er macht doppelt. Er macht doppelt, jetzt habe ich gar keine Def mehr. Ah, vielleicht ist er eingefroren. Das wäre ja lucky. Giftstachel. Ey, natürlich direkt vergiftet, direkt. Einfach direkt vergiftet, das ist doch lächerlich. Habe ich noch ein Gegengift? Nö. Ist auch egal, ich gehe jetzt direkt Heilung zum Heiler. Der ist, wenn ich mich recht erinnere, im 9. Stock. Erlanger, verbessere mich, falls nicht stimmt. Wo ist das die Medizinstation im 9.? Also hier wäre theoretisch schon Gary. Na, das ist ja clever. Ich wechsle einfach direkt aus. Ich habe mal die Tür zugemacht, da hat man bestimmt die Waschmaschine die ganze Zeit gehört. Flucht! Genau, ich bin geflüchtet. Hypno? Kann jemand rausbekommen, ob Aus das Spukballer lernen kann? Das wäre nochmal huge. Austausch auf Spukball, das wäre geil. Auch für die Top 4. Ich meine, es war am 9. Ich guck nochmal.
Oder 8. Es war nicht ganz oben. Oh, ich bin gut. Oder? Ja, ja, hier ist es. Oh, gegen Golbat würde ich so gern mit Aussau spielen. Schade. Schade. Haha, nicht getroffen. Wir bleiben drin. Och nö. Immer diese Giftdinger. Also die schlimmsten Typen sind echt Gift. Oder die schlimmsten Sachen sind Gift, Verwirrung und Genauigkeit runter. Das ist das Schlimmste. Obwohl Paralyse ist auch ganz, ganz böse. Da bin ich schon lieber. Da bin ich lieber am Schlafen als diese Giftparalyse-Verwirrungskacke. Ja, noch nie. Nun komm, tausch schon mal aus. Nobu. Einfach ein Volltrefferschlitzer jetzt. Ein Volltrefferschlitzer, der ist es doch jetzt. Das war kein Volltreffer. Das kannst, das ist doch alles, ja. Das verarsche. So, würde ich jetzt alleine spielen, würde ich hier noch alle Kämpfe machen, aber ich gehe direkt zum Rivalen. Ich glaube, 3 oder 2 ist da drin. Ah, ne, 2. Ich sicher mal. Ich glaube nämlich hier sein Tauboss ist schon Level 40 oder so. Puh. Ah, die Dev! Die Dev! Oh, endlich mal Luck auf meiner Seite! Eingefroren. Ja! Eigentlich könnte ich mich jetzt hier auch noch ein bisschen hochstecken. Ich glaube, ich bin mir nicht tausendprozentig sicher, aber ich glaube, der ist so lange gefroren, bis man Feuer auf ihn macht. Glaube ich. Nicht 100% sicher, aber ich glaube schon. Ich mache nochmal Panzerschutz. Noch einmal, dann gehe ich drauf. Geil! Surfer.
auch mal Glück gehabt, ja. Das ist jetzt huge. Das kommt wahrscheinlich Turtok. Na, oh wei, ist ja blöd. Soll ich das machen? Ekelsam? Stachelspore. Habe ich was dagegen? Schade. Egal. Ich glaube. Trotzdem Erster. Was? Wie geht das denn? Ah, Flinkklaue! Flinkklaue rasiert! 24. Denn nur ein KP bekommen? Ne, zwei. Und 5 Verteidigung. Ich habe gerade bestimmt über 300 Verteidigung oder so. Ich bleib drin. Wir versuchen den zu verwirren. Sehr. Getroffen! Eisstrahl. Nochmal eingefroren. Verwirrt. Nochmal sehr, ist ja blöd. Oh, paralysiert. Aber der hätte die Flinkklaue wieder zugeschlagen. Wieso setzt der mal sehr ein? Zieht das ab? Oh, tot. Aber ich denke, Nobu sollte das mit dem Schlitzer hinbekommen. Der ist auch schneller. Na, vielleicht. Ah, doch, müsste eigentlich schneller sein. Müsste eigentlich schneller sein. Volltreffer, let's go. Wenn er jetzt mit seinem Turtok kommt, komme ich mit Pikachu. Ja. Dürft nicht vergessen, ne? Der ist überall, also gesehen von Nobu und Glurak, überall overlevelt, ne? 40? Ja, das ist einfach auf 40. Ich überlege, ob ich doch mal Welle machen soll. Weil der macht einen Surfer, bin ich tot. Dann bringt mir die Donnerwelle, glaube ich, mehr. Aquaknarre? So bei Aquaknarre spielt. Junge, bis Level 40 Aquaknarre? Okay, muss er wissen, ne? Muss er wissen. Es könnte sein, dass ein Nobu-Schlitzer jetzt sogar reicht. Ich werde es mal ausprobieren. Ja, doch, Nobu-Schlitzer muss es sein. Das ist ja gar nichts gewesen. Der so eine krasse Death? Der macht das Top-Trank, ne? Ne, okay. Also Raichu braucht auf jeden Fall Donnerblitz und muss viel stärker werden. Ja, Okano. Viel stärker muss der werden. Aber geschafft. Geschafft. Gut gespielt. Aber ich meine auch der... Die Firma Panzerschutz waren auch huge. Ich weiß nicht, ob die wirklich was gebracht haben. Weil Sea mich ja eh gekillt hat, aber... Oh gut. Tun wir uns hier noch einen Lapras ab. Und ich muss mich jetzt einmal heilen geben, weil jetzt kommt ja noch Giovanni. Und den will ich mit Austros plätten. Hallo! Hallo, Scoplinio, wie geht's dir, mein Bester?
der ist noch nicht Boden. Oh, scheiße. Wie ist der Ton? Mache ich jetzt Risk auf Flinkklaue? Gehe ich jetzt Risky auf Flinkklaue? Ja, gehe ich. Es war die falsche Entscheidung. Sehr gut, das freut mich. Risky Flinkklaue. Nein, das war auch der falsche. Ich wollte auf Nobu. Da war kein Bock auf morgen. Wegen Schule. Was ist denn morgen? Rion. Ja. Natürlich, jetzt eine 9. Gestern, ich habe gestern mich ausgeruht, ich war so platt. Platt und schlaff und schwach. Ich habe den ganzen Tag nur auf der Couch gegammelt. Wie ein Gammler. Komm, Volltreffer. Ah. Raserei. Schlitzer Volltreffer. Ach komm, ich brauche einen Volltreffer. Das hasse ich so, ne? Dann überleben wir mit einem KP. Ja, es ist gerade ein bisschen so der Wurm drin, ich sag es dir. Ah, Bele geht ab. Bele geht ab. Entwickelt. Flinkklaue drauf. Übelste Def. Mann, gegen Nidoqueen hätte ich so gern Bele oder Nobu. Ist der Boden? Der ist Boden, ne? Ne, ist kein Boden. Das ist doch Gestein auch. Nidoqueen ist nicht Gestein, ne. So muss man schnell Meisterbau. Wäre eigentlich witzig, wenn ich mir jetzt den Mewtwo holen würde und den Rest einfach nur mit Mewtwo durchspielen würde. Und das nenne ich dann Skoppel. Wie fändest du das, Skoppel? Pantheon ist relativ tanky und da muss man auch aufpassen, was er für... Der macht immer diese scheiß Schilde. Gedankengut ist sehr gut. Wie lang ist das Game eigentlich? 8 Orden und dann Top 4. Und das ist jetzt gerade der 6. Orden. Danach noch zum 7. Orden, der ist aber easy. Da musst du nur von Alabastia runter und dann so ein kleines Labyrinth durch. Und dann halt den Orden machen. Ah, du hast hier noch die Island-Sache. Man hat hier noch die Island-Sache, stimmt. Ja, dann dauert es doch noch ein bisschen länger, als ich dachte. Die ganze Island-Sache, die nervt ein bisschen. Dann der 8. Orden ist auch, da musst du gar nicht weit laufen. Und da musst du halt den ganzen Weg zu Top 4 noch laufen. Das dauert so eine halbe Stunde, wenn du schnell bist. Na, die Kämpfe können schon lange dauern. Und dann Top 4. Und Top 4 könnte sein, dass ich mal die Zähne dran ausbeiße. Da könnte es auch sein, dass ich dann offline mal... ein bisschen Level.
Nimm mal Flammenwurf, komm, was soll's. Eigentlich voll lang. Ja, wenn du jetzt alle Kämpfe gemacht hättest, ich habe ja übel viele Kämpfe ausgelassen, ne? Dann ja. Aber so wie ich es jetzt spiele, geht es eigentlich schnell. Ein paar Stunden hast du es durch. Komm, du kannst hier Pokémon bis Level... Du kannst hier insgesamt... Du kannst ja schon bis Level 70 hier sein. Und ich bin gerade mal Level 40 mit dem höchsten Pokémon. So Leute, hier machen wir das nächste Mal weiter. Wir gehen in dieses Häuschen rein, holen den Türöffner, machen den 7. Orden, machen die Islands und vielleicht auch noch den 8. Orden in der nächsten Folge. Wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren, ein Like auf dem Video und bis zum nächsten Mal. Haut rein.